Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video hier auf meinem Kanal. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es darum, dass ich euch den Spielmodus bzw. den Solo- oder Koop-Modus zeige, den ihr zusammen oder mit Freunden gegen eine KI-Einheit, also heißt gesteuert von Battlefield. Und da könnt ihr auch wählen zwischen Durchbruch oder Eroberung und ihr könnt natürlich auch hier einstellen, wie erfahren die KI sein soll, also am Anfang, also Anfänger, dann so Mittel, dann fortgeschritten. Wenn ihr Battlefield-Spieler seid, die jedes Battlefield spielt, dann macht einfach fortgeschritten rein. Ansonsten, wenn ihr so ein Mittelding seid wie ich, macht einfach hier auf erfahren, weil ich halt von der COD-Szene komme und dann habt ihr halt hier die verschiedenen Karten, die ihr auswählen könnt. Und ich würde sagen, dass wir das Ganze heute mal testen und ich werde mal sehen, ob das Ganze Spaß macht oder eher nicht. Aber ich werde mal gespannt sein, wie sich das Ganze spielen lässt. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefällt. Wie gesagt, abonniert, Glocke aktivieren und wir springen direkt ins Gameplay. Bis gleich. Hier rein. Sonst haben wir ja nichts. Erstmal einnehmen, würde ich sagen. Oh shit. Feindliche Einheiten greifen Alpha 2 an. Okay, dass die nur 15 Muni lassen. So. Wenn wir sie nicht aufhalten, nehmen sie jeden Sektor ein. Ich brauche einen Lagebericht. Es ist zwar noch etwas früh, aber wir sichern Territorium nach Plan. Wir im alten Sektor. Sektor Bravo wurde gesichert. Ah, Mann, ey. So, my friend, I'm back. Geh mal einfach hier lang. Sektor Bravo gesichert. Die meisten Sektoren sind jetzt unter unserer Kontrolle. Feind ausgeschaltet! Ein Ziel wird angegriffen. Werfe Granate! Deckung! Unsere Truppen haben ein Ziel verloren. Oh mein Gott, der ist bestimmt wieder One-Shot, der Typ. Schön auf entspannende Platte rein. Kann sie hin. Schon wieder rein. Oha, oha. Oha.
Oha, oha. Oha, oha. Alliierte Verbände sich an Ziel Charlie 1. Digga, besser hin da. Besser hin da. Stark. Schön, komm. Oh mein Gott. Lauf, Junge, lauf. Ach du Scheiße, was war das gerade? Hallo? Er hat gar keinen Bock, meine Messer abzugeben. Ich kann meine Waffe nicht nehmen. Was ist da los? Der Knall hat mit dem Messer rum. Ah, jetzt auf einmal. Lol. Jetzt auf einmal nimmt das hier sein Messer, seine Waffe raus. Okay, ist der tot? Ist der nicht tot? Was ist mit dem? Jetzt habe ich einen Kill auf jeden Fall bekommen. Okay, hier habe ich auf jeden Fall aufgeräumt. Habe einen erledigt. Wow. Double. Und gucken, dass wir irgendwie auf Headshots gehen. Dass wir uns das irgendwie aneignen. Weil so ein Headshot-Multiplikator ist stark. Also. Panzer hier bitte. Behaltet die Ziele unter Kontrolle. Wir schaffen es. Ja, scheiß drauf. Ich geh jetzt mit dem Panzer. Feierabend. Schnauze voll. Got him. Na jetzt. Nee, nee, nicht nehmen. Nicht nehmen, nicht nehmen. Sterben die ja manche Leute nicht mit Direct Impact getroffen. Oh, die ist vorbei. Auf geht's. Noch ein Treffer. Ich glaube noch einen, dann ist vorbei. Sag Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ja, jetzt ist Feuer. Stark. Aber macht auch Bock mit dem Panzer, muss ich so sagen. Obwohl ich eher der Fan bin, der hier immer zu Fuß unterwegs ist. Aber hier macht man halt die Quads und die Triples. Ups. Oh, ein bisschen Panzer-Action. Tut auch gut. Ein bisschen Abwechslung. Feierabend. Weg da. Dann gehen wir mal Richtung B, komm. So, B eingenommen, perfekt. Jetzt ist wieder C eingenommen. Der Double hat reingekickt. Und da. Tschüss! What? Da willst du ja gar nicht mehr aussteigen, wenn du die alle so holst. Komm, mach dir keine Sorgen. Alliierte Verbände attackieren Alpha 1. Aber wenn du so eine Kanone in die Fresse kriegst, dann ist halt auch Feier. Sektor Alpha wurde gesichert. Lass mal wieder ein bisschen zu Fuß laufen. Bis zu unser Waffenhochlevel.
Muni wichtig. So, eingenommen. So, ich gehe mal raus gleich. Charlie 1 gesichert. Oh mein Gott, erstmal einen Turn und verpassen hier. Auf entspannt. Feind am Boden! So, der war auch weg. Wir haben Sektor Charlie. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben kaum noch Truppen und Material. Alter, wie viele das sind. Wie viele da einfach sind. Oh, schnell nachladen hier vielleicht und dann. Okay, einmal. Ich versuche mich jetzt irgendwie taktisch da vorzukämpfen. Wenn wir sie nicht aufhalten, nehmen sie jeden Sektor ein. So, jetzt will ich aber wieder Munition haben, weil ich will hier weiter rushen. Okay, perfekt. Schnell nachladen. Nice. Oh mein Gott, der Heli. Der macht mich gleich platt. Und Sieg. Sehr schön. Sehr schön. Eine Trophäe habe ich auch bekommen. Angeberei. Kills und Assist 90 Stück. Ich bin Erster. Damit habe ich gerechnet. 73 Kills habe ich gemacht. Stark. Oh, weißt du, ich glaube, ich habe mir da hinten was gezerrt. Sehr gut. Also ich würde sagen, wenn man so im Solo-Modus spielt, gegen die KI, ist gar nicht mal so schlecht, um sich ein bisschen anzutrainieren und auch einfach mal das Gefühl für das Spiel zu bekommen und dieses Erobern und Killen. Ich muss sagen, das ist sehr gut. Man kann natürlich auch mehrere Sachen einstellen, aber ist ja okay. Man levelt hoch, was man im Multiplayer vielleicht nicht so schnell machen würde. Also an sich gefällt mir das Ganze. Also wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten könnt ihr auch, wie gesagt, kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Escobar und Peace.